Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Multiplayer-Ausgabe von Forza Horizon 3. Ein weiteres Magenduell steht an und ja, diese beiden Magen, die haben auf jeden Fall Geschichte geschrieben, sowohl auf den Straßen als auch im Motorsport. Es geht um nichts anderes als um Porsche versus Ferrari oder Ferrari versus Porsche. Das könnt ihr drehen und wenden, wie ihr wollt. Ja, mit dabei sind heutige viele Leute, auf die werde ich gleich eingehen, beziehungsweise ihr habt sie wahrscheinlich unten im Banner schon bei mir eingeblendet gesehen. Aber wir gehen jetzt erstmal auf die Duelle ein. Auf was könnt ihr euch heute freuen? Natürlich 918 Spider gegen La Ferrari. Mit dabei dann natürlich noch, gehen wir eine Generation zurück, sowohl bei beiden, muss man sagen, zum Porsche Carrera GT gegen den Ferrari Enzo Ferrari. Dann geht es bei Porsche zumindest mal, was die Supersportwagen betrifft, auch nochmal eine Generation zurück. Bei Ferrari sind es dann gleich zwei, den F50 lassen wir mal weg. Wir kommen nämlich hier zum Porsche 959 gegen den Ferrari F40. Ja, das sind schon wirklich krasse Duelle, aber ja, nicht nur die Supersportwagen und die ja, Hypercars gibt es bei diesen beiden Marken. Es gibt ja auch noch ein paar andere Modelle und da haben wir uns nicht lumpen lassen, auch was Schönes rauszusuchen. Deswegen drehe ich einmal hier die Kamera und da stehen da hinten nochmal ein paar weitere Duelle. Da haben wir einmal den 458 Speziale gegen den Porsche GT3 RS. Des Weiteren den Ferrari 488 GTB gegen den Porsche Turbo S. Und dann haben wir noch den Ferrari 360 Challenge Stradale gegen den ersten GT3 himself, der Porsche 911 GT3 Baureihe 996. Zu den Duellen möchte ich gleich auch nochmal was loswerden, aber zuerst möchte ich jetzt hier noch die Leute vorstellen, die heute mit am Start sind. Mit dabei Biabo, DJ The Crow zum ersten Mal bei einer Multiplayer-Aufnahme mit dabei. Eragos, Flyer Racing, Handsome, Huber, Trap Wolves. Bist auch, glaube ich, zum ersten Mal dabei, oder? Nö, war schon öfters dabei. Achso, okay. Oh. Oh. Dann Higi, dann Cookie natürlich, Profit, Benny und Scarface. Grüßt euch alle. Hallo. Servus, Freunde. Grüß euch. Danke. Servus. Ganz abgehacktes Hallo. Ja, zu den Duellen, gerade hier bei diesen Duellen, muss man sagen, da haben wir uns viele Gedanken darüber gemacht, welche Duelle machen denn irgendwie Sinn. Und da war es gerade, was den 488 und den 458 betrifft, immer so eine gewisse schwierige Entscheidung, denn der GT3 RS hätte man natürlich auch ganz gut gegen den 488 antreten lassen können, würde vom Jahr her ein bisschen besser passen. Allerdings von der Charakteristik her fanden wir einfach den Speziale 458 irgendwie sinniger, weil er halt einfach auch mehr dieses Sportliche hat, dieses, ja, könnte auf die Rennstrecke gehen, genauso wie das der GT3 RS hat. Deswegen haben wir die zusammengenommen. Wer aber das Duell zwischen dem GT3 RS und dem 488 sehen möchte, dem empfehle ich einfach mal die Multiplayer-Ausgabe Alle gegen Porsche. Dort haben wir nämlich das Duell gemacht. GT3 RS gegen 488 GTB. War auch eine sehr knappe Geschichte zwischen den beiden. Gucken wir mal, wie es jetzt hier bei den heißen Sportlern ausgeht. Und um das jetzt nur kurz auszuführen, bevor es jetzt gleich losgeht mit der heißen Action, warum dann der 488 gegen den Turbo S? Ganz einfach, beides Turbo angetriebene Fahrzeuge, dachten wir, die können wir ruhig auch mal hier zusammennehmen. Des Weiteren, ihr kennt das Ganze, wir haben die Reifen größtenteils ein bisschen aufeinander angepasst, dass das auf jeden Fall faire Duelle sind und auf jeden Fall für Spannung und Spielspaß sorgen soll. Gut, jetzt aber wirklich genug geschnackt. Das heiße Duell zwischen dieser beiden Magen geht los. Ich parke hier mal kurz rückwärts aus, dass ich hier zur nächsten Veranstaltung komme. Ja, ich bin im Carrera GT unterwegs, ja, das habe ich noch gar nicht gesagt. Ich habe mir gedacht, den V10 konnte ich mir nicht nehmen lassen und von Biabo abgerammt zu werden, konnte ich mir auch nicht nehmen lassen. Die Sau. Ja. Wir kommen zum Track Race. Wir machen das, wie wir es immer tun. Ja, alle wichtigen Sichten und vielleicht auch unwichtigen Sichten in der Videobeschreibung verlinkt. Ihr kennt den Spruch schon. Wer kennt ihn nicht? Glück ist meine nicht die unwichtige. Vielleicht gibt es auch Kugi doppelt. Ja. Schnauze. Ja, es ist so, ich bin doppelt. Einfach so eine geile Persönlichkeit, ich muss einfach doppelt auftreten. Nee, Hot Carshots und Sexy Carshots. Ganz wichtig, einer muss immer doppelt da sein. Gibt's eigentlich auch Ugly Carshots? Was? Ugly Carshots. Ganz bestimmt gibt's das. Ja, das hast du nur von JP's Ugly Bitch Bilder zu sehen. Ja, und vom Multiplayer. Multiplayer. Waren dann jetzt auch genug schlechte Witze für heute, habe ich gehört. Ja, ich weiß. Ist schon nach 21 Uhr. Ja, das schauen wir mal. Warte, Flachwitz-Dienstag, ja. Erstmal Handelsdienst. So. Alter, was ist denn mit Flachwitz-Dienstag dann? Gute Nacht, schöne Welt. Komm, ne Frau bei einem Arzt. Oh, bitte nicht. Dann schneide ich wieder raus. Du jetzt einfach starten, dass dieses Dummwitzen aufhört, danke. Jetzt racen wir uns. Allrad!
Ist doch geil, mein Gegner hat Allrad und die besseren Reifen. Und den höheren Gear. Guck, wie du rankommst. Cookie. Ich hätte halt in den zweiten Gang schalten sollen und nicht im Begrenzer reinlaufen. Was da los? Ja, hab umgestellte Lautstärke von eurer Stimme. Nein! Hey, Ray, ich bremsen! Ja, trotzdem. Ja, nee, nix trotzdem. Für die Gesamtplatzierung. Okay, Huber, ich hab nichts gesagt. Ja, der Benni, so, wie du durch die Gegend gehockt bist. Man muss halt dazu sagen, dass Ferrari halt einfach so ein bisschen die Philosophie fährt, viel Leistung ist viel. Ja. Porsche nicht ganz so. Ah. Ja, und falls sich jetzt jemand fragt, warum zum Beispiel der GT2 S Baureihe 997 oder zum Beispiel der GT3 RS 4.0 Baureihe 997 oder und so weiter und so fort, alles nicht dabei ist. Wir mussten uns irgendwo für irgendwelche Duelle entscheiden, die irgendwo halt Sinn machen. Ich denke, es wären auch viel weitere Duelle gegangen, aber irgendwo haben wir uns dann halt für irgendwas entscheiden müssen und ich glaube, das sind so die spannendsten Duelle, auch wenn das jetzt hier gerade zum Teil nicht sehr spannend aussah. Aber das kann ja alles noch kommen. Ja? Es kommen ja erst die Rennen. Jetzt haben die Ferraris natürlich mit ihrer Leistung den Vorteil gehabt, aber Porsche, wissen wir, können gut umkurven, also es wird ja schon noch spannend werden. Aber Gugi, du vergisst, da wir in Forza sind, heißt es, du brauchst Leistung, um zu gewinnen. Handling ist ja, das stimmt, aber deswegen machen wir einfach den Vergleich und deswegen auch nochmal hier klar die Aussage, bei dem Vergleich geht es natürlich nicht um die Real-Life-Pandors, hier geht es natürlich um die Forza Horizon 3 Versionen. Deswegen könnt ihr euch sicher sein, beim nächsten Horizon-Teil wird es dieses Duell garantiert nochmal geben. Wir haben das übrigens auch schon bei Horizon 2 gemacht. Porsche gegen Ferrari. Und dort gab's auch Porsche. Ach, dort Porsche. Kommt der Porsche geflogen. Oh, bitte nicht. Töte den Österreich. So, dann würde ich sagen, dann immer die Duellpartner machen den Bremstest gegeneinander. Einfach so, wie wir uns gerade vorher quasi Vorsicht aufgestellt haben. Ich hab gehört. 18 LaFerrari, dahinter Carrera GT und so weiter. Oder eigentlich ist die Reihenfolge egal. Aber Hauptsache die Duellpartner nebeneinander. Ich hab gehört, 200 ist eine gute Geschwindigkeit. Ach nee, das ist der falsche. Meine Xbox-App kommt wieder gar nicht mehr klar. Wo ist denn Higi? Ganz vorne, da fahr ich halt irgendwann mal nach vorne. Wo ist denn jetzt? Danke. Mein Partner. Ja, ich würde sagen. Flo, komm her. Was machen wir denn? Ich habe gar nicht drauf geachtet, wie schnell ich war. Ich hatte 300. Haben wir 250 hinbekommen? Sorry. Ich hatte 300, also. 250 okay. Habe ich. Ja, also dann pass mal auf, dann mach mal Carrera geht. Also ich sag jetzt mal nur die Porsche, ist die Duellpartner von Ferrari, wir sind eigentlich Bescheid. Also, Carrera GT 918, die machen 250, dann GT3 RS, Turbo S machen. Ja, 959 auch, die machen 200 und dann der. Ja, 200 schaffen wir auch. Spiegelei macht 199. Nee, macht auch 200. Genau, da macht der Rest einfach 200 und die großen Mann dann 250. Blub. Plus minus 200. So, genau. Meine Xbox hat mir gerade beim Sprung angezeigt, dass ich einen Erfolg jetzt bekommen habe. Damals, wo man beim Forza Saturn den Mustang mit 302 Boss bekommen hat, der erfolgreich bekommen. Ja, kannst gerade über 50 Forsatons bekommen. Das geht übrigens bis 11 noch. Das ist toll, ich hänge genau bei 250 im Begrenzer. Im ich auch, beim vierten Gang voll perfekt. Bei 252. Ey, ihr könnt sagen, wenn wir los. Fahren da vorne, ne? Was machst du denn, Aragos? Wart noch. Der vorne ist doch schon links da weg. Ach ja, ich Idiot. Mann, Gugi. Mensch, was ist denn heute los hier? Du wolltest bloß wieder als Erster am Blitzer sein. Ha, ich häng auch genau bei 250 im Begrenzer. Ich find's immer lustig, wenn du genau bei 0 Meter bremst, dann blitzt der Blitzer dich irgendwie nicht so ganz richtig. Okay, jetzt kommen wir, oder? Ja, los, komm. Oh, verdammt. Also ohne spoilern zu wollen, euch beide, bei uns sah das sehr ähnlich aus. Nein. Das ist genau dasselbe Bild, ey. Wenn jetzt die Meter auch noch stimmen, dann... Dann wär lustig, ja. Keine Verbesserung der Bremsen. Ja, schon. Ach Leute, ich hab eine Bremse da hinten. Uber, ich glaube, du kannst losfahren. Sehe ich von hier, das ist ein Ferrari und Porsche, was hier kommt.
Nee. No shit? Wirklich? Ja. Zufall, ich denke, da war viel Qualm dabei. Wieder bekommen. Ich glaube, jetzt kommen Ferrari und Porsche. Meinst du? Nee. Es kommt auf jeden Fall was Rotes und was Silbernes, aber ob das nee, jetzt also wirklich... ich denke, es kommt ein Porsche und also ein Ferrari. Also ich würde sagen, Rot ist Porsche und, na egal. Wieso Ferrari? Das heißt Ferlalli. Das ist auch knapp. Haha! Noch nicht. Bedenkt die Netzwerksynchronisation. Ich glaube, der Ferrari... Und... jetzt. Da habe ich aufgeschrieben 200. Das war schon fast zu viel. Benny leckt erstmal beim Bremsen. Ist auch knapp. Zu L der Alten. Ja, hier beim 959 hätte natürlich auch der 288 GTO ganz gut gepasst, so von der Jahreszeit her und so, aber von den Leistungen so weiter passen die zwei ein bisschen besser. Beziehungsweise am besten hätte der 959 S gegen den F40 gepasst, aber den haben wir ja leider nicht. Und jetzt haben wir hier noch... Das war ein bisschen viel. Das Duell. Ja, okay, der GT3 RS übertreibt halt direkt, natürlich. Der wirft direkt einen Anker. Ah, okay. Der bleibt dafür instant stehen. Hat aber gereicht. So, packen wir mal direkt neben dem Hubber ein. Hallo. So, sind das jetzt alle schon gewesen? Ja. Jo. Tatsächlich. Aber schau dich mal dieses Bild an. Sieht es nicht geil aus? Das ist so ein Fuhrpark daheim in der Garage. Mua. Meine Garage. Ich gehe mal extra nicht in eine Drohne. Ein bisschen eintönig, oder? Ja, Rotfilber. Gut, dann gehen wir einfach das Ganze mal durch und ich würde mal sagen, ich fange jetzt einfach mal direkt als erstes an. Ich hatte 89 Meter. Dann kommt Biabo. 63. DJ The Crow. Bitte? Deine Meteranzahl. Beim Bremsen, ups. Nicht beim Beschleunigen, ne? Nicht verwechseln. 250, erhalt, das war die Geschwindigkeit. Ja, ja. War mal dein Duellpartner, war Benny, da kommen wir gleich nochmal darauf zurück. Dann Eragos. 88 Meter. Aha. Okay, Flyer Racing. 91. Handsome. 74. Trapwolves. 72. Higi. 98. Gugi. 83. Profit. 81. Benny. 83. Und warst du kürzer gebremst oder länger gebremst als DJ Grow? Ich bin eher 12 stehen geblieben. Okay, dann kriegt DJ Grow ein größer gleich Dingens Kirchens. Und zu guter Letzt Scarface. 77. Alles klar. Drei scheiß Meter, ey. Nach der Folge kloppen sich gleich welche. Ja, nochmal. Stehen. Und dann würde ich sagen, geht's zum nächsten Duell und da jetzt. Bitte merken, was für eine Geschwindigkeit man hinkriegt, wenn wir mal einen V-Max-Test. Ja, wir müssen erst die Solarfelder zählen. Das ist richtig. Außer der 918 und der LaFerrari, die sind pro hier erneuerbare Energien. Ah ja, warte. Aber der Rest sind noch oldschool, die brauchen sowas nicht. Ich hab 5 gezählt. Warte mal, ich muss mal außen rumfahren, weil ich darf die nicht niederfahren, ansonsten habe ich keinen Strom mehr. Ich fahr schon mal los. Also kurz mal zur Erklärung, VMAX-Test. Es geht darum, jetzt die Autobahn runter zu prügeln. Es zählt die höchst erreichte Geschwindigkeit mit Zuhilfenahme von Bergabpassagen. Windschatten bitte nicht nutzen, wenn es geht. Und, Ich würde gern von der Grand Tour so einen schönen Vergleich hernehmen gegen den LaFerrari. Und zwar, wer weiter rein elektrisch kommt. Ja gut, das ist 918, ja. das muss man nicht groß testen. Würdest du dann noch elektrisches Drag Race machen? Ja bitte, dann kann der LaFerrari gleich stehen bleiben. Korrekt. Eben. Voll langweilig. Hol doch den P1 dazu, der kann das wenigstens. Bin ich der Letzte? Oder vorne ist ja ein Porsche. Was? Ja, das bin ich. Buddhistisch. Ein Porsche steht da. Da sehr hab ich den geilsten Klang von. Oh, allen. Der marschiert aber. Oh nee, ich habe auch einen geil. Dauerhaftes Turbo geschafft. Ja, aber ganz ehrlich, V10 Carrera GT, da kommt nichts ran. Alter, der marschiert. Begrenzer, juhu.
Also ich hätte noch ein kleines bisschen Platz. Den Begrenzer. Ja, ich habe noch ungefähr 500 noch drin. Ja, natürlich. Wunderbar. Ihr habt gehört, die geht voll. Jawohl. Jetzt war super. Ja, genau. Die geht auch voll. Oh ja. Oh ja. Hast du den Mini gerade gesehen? Was? Steht der Mini wegen dir so dumm? Nein, der ist einfach... Ja, ich weiß nicht, was mit dem passiert ist. Das würde ich jetzt auch sagen. Bei Benny ist es gerade ziemlich gefährlich vorbeizukommen. Bei dem sollst du generell immer mit 50 Meter Sicherheitsabstand fahren. Fahr doch auf der anderen Straßenseite. Bin ich auch schon. War auch schon zu gefährlich. Rausgeflogen. Oh. Wo kommt denn der Porsche her? Von hinten. Er hat von hinten gesagt. Ey, Huber, trifft uns aber ganz schön böse, ey. Ja, klar. Ich hab alles probiert. Ach, Scheiße. Leider nur 200 drauf bekommen, gell? Schau mal, Eragos, wie ich trifft. Meilen, siehste? Ja. Siehste? Oh, sorry. Fenster? Oh, bitte. Kennst du? Nein. Oh. Nee, kennen wir nicht. Dann gut. Ich mich drauf. Was ist hier denn los, oder? Ja gut, dann würde ich sagen, legen wir los. Ich fange jetzt einfach auch mal wieder an. Ich hatte 340 km/h. Diabo, wie sieht's bei dir aus? 338. DJ DeCrow. 328. Eragos. 409. Alles klar. Fly Racing. 312, ne? Ja. Ja, Pensam. Nice. 351. Trapwolves? Nee. 346. Higi? 362. Ach komm, geh dich doch vergraben. Higi? 384. Profit? 315. Benny? 330. Scarface? 363. Oh. Ihr wollt mir jetzt ernsthaft sagen, dass kein Fahrzeug unter 300 km/h gefahren ist? Tatsächlich. Ey, Respekt. Die haben doch einen Knall, die bei Porsche und Ferrari, aber ein sehr positiver. In der Tat. 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 So. So. Gut, Leute, dann kommen wir jetzt eigentlich zum spaßigen Teil. Wir haben schon lange kein Rennen mehr in der Stadt gemacht. Oh. 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 Ja, geil. Genau. Alle kotzen beim Allrad noch richtig rein. So. Aber wir machen kein Rundkursrennen, sondern wir machen ein Sprintrennen. Ja, kein Opfer. Manche fahren, manche porn sich, ich porn mich. Geht schneller. Na, kann man nachmachen. Das würde ich so nicht aufgerufen. Sagen bei Forza. Doch, bei einigen von den Autos fast gleichzeitig. Ports. Hallo, mein Herr. Das ist ein Fahr-Porsche. Also das Heck ist geil, so der Arsch vom 959, der Flügel vom F40 plus GT3 RS. Also wir können ja noch eine Challenge machen, weil du den höchsten Spoiler hat, da gewinne ich. Das ist Anpressdruck. Boom, jetzt kommt noch ein Ende, vor meinem Enzo sieht man nicht. Warte mal, ich hab eine Idee. Jetzt kommt noch mein White Booty dazu. Doch, man sieht meinen Kotflügel. Stell dir mal vor, du müsstest von dem Kahn die Reifen wechseln. Nice. Fast so hoch wie das höchste Auto. Das ist ein Wochenendjob. Der Fahrer hat bei mir keine Felgen. Da kannst du bei Formel 1 nicht mit antreten bei Reifen wechseln. Ja, Weight Reduction ist alles, deswegen gibt's keine Felgen für mich. Sind alle da? Ich habe immerhin den breitesten Arsch. Ja, und unsere Gott, was ist das? Und dein Auto? Das auch. Oh, wer war das denn? Mensch, Benny. Er hat ihn rausgeschoben. Oh, das war ein Briefkasten. Das war ein Enzo. Ich habe einen Briefkasten auf dem Dach, jetzt auf der Motorhaube, jetzt auf der Straße. Kannst du wenigstens Zeitung lesen. Nee, danke. Und für das muss man das kein verstellbaren Dachkoffer. Gugi, bitte diesmal aufpassen, dass du bei der Autoauswahl dein aktuelles Auto nimmst und nur 10, 18 oder so wählst, ne? Nee, ich nehme immer aktuelles, keine Sorge. Ja, alles gut. Ich glaube, den Gag hat keiner verstanden. Normalerweise nicht die PX. Doch, den Gag hat jeder verstanden. Vor allem die bei Gugi zuschauen. Gugi kommt gleich mit dem 918, aber nicht mal richtigen. Naja, mit so einem getunten X999. Oder ey, komplett in Schwarz. Verdrückt und das war eine Horizon Edition. Da war ich der Meinung, es wäre der Stock. Hacker 918 Horizon. Ja, es ist eine Stock Horizon Edition gewesen, alles gut. Nee, nicht Horizon Edition, Vorbesteller-Auto, so. Ja, genau. Ja, ja.
Oh, jawoll. Haben sich die Bezahlung doch noch gelohnt. Was soll das jetzt? Aber irgendjemand hat so ein leichtes Echo. Müssen wir gleich mal gucken. Echo. Das ist Marco. Echo, Echo, Echo. Janne kann ein Echo anmachen. Da bleibt jemand stehen. Jemand über alle meine Fahrzeuge. Juhu, ich hab drei Loser, Alter. Fahren wie seit 488. Falsches Format. Ach, kacke, so, falsch gefahren. Er ist ein Heckantrieb, fährt sich wie ein Allrad, oder hat an, oder Krip wie ein Allrad. Ja, ich fahr eigentlich schon vom Heck. Das ist ein komplette Cheater-Kart. Nehmen wir diese 918. Nein, hätte, da kommt der Ferrari. Die Karre macht mehr Probleme, aber so schön. Also, auf meiner PXA-Teststrecke habe ich die ja Stock gegeneinander getestet. LaFerrari und 918. Wow. Der 918 war tatsächlich auf dem Track schneller. Darf man nicht unterschätzen. Der ist schon stark im Spiel. Da ist eine fiese Bodenwelle. Nein! Aber der Zaun hat ihn gekillt. Oh, na, oh Gott. Nein! Ferrari bremst. Das Bremsen, ich kenne das nicht. Ach ja. Mittlerweile übrigens patentiert, falls es wen interessiert. Warum Bürgersteig lang? Bringt nix. Nö. Das ist wirklich nix. Ist genauso schnell. Ich glaube, ein neuen Duellgegner bekommt. Den ja, einer muss ja, weiß ich wo, starten. In Tupukude. Er startet der Vorletzte? Wie ist Vorletzte gestartet, oder? Ich bin ja nicht sein Duellgegner. Ja, ist mir auch gerade eingefallen. Also mein Duellgegner ist auf dem letzten Platz gestartet, ich auf dem vorletzten, das hat genau gepasst. Weiß mich ja. Ich bin glaube Drittel oder Viertletzter gestartet und erst Zweiter oder so gestartet. Nein! Da hab ich mich verbremst. Mit meinem Enzo halte ich auch mit dem 918 mit. Nicht. Ja, ich auch nicht. Ich habe beim 360 fast hinten mit GT3S mit. Oh, da kommt gleich nochmal so eine richtig schöne Stelle. Liebe diese Stelle. Voll abgeflogen. Oh, voll warum fahre ich die Stelle also so langsam? Ich muss doch ein bisschen Stoppwürde hier im Spiel machen. Kommt sie! Das wird nicht. Oh Mann. Ah, schade, würde ich mal behaupten, ne? Schaltvorgang habe ich verloren, Mann. Fuck it. Hättest du ja mit Kupplung fahren können. Nein. Okay, Ferrari. Oder einfach mit allen Fahrhilfen. Außerdem, Kupplung darf man nicht sagen. Das böse Wort. Lügen sind verboten. Klo, was war mit Klo? Schade, dass jemand drauf eingesprungen ist und gesagt hat, doch, Kupplung darf man sagen. Ach ja, vergiss das einfach. Jedes Mal, wenn einer Kupplung sagt, muss man das mit irgendeinem Soundeffekt. Aber es war noch ein spannendes Duell am Ende. Hätte ich einen besseren Startplatz gehabt, vielleicht. Ja, Cookie, so. Das war richtig spannend. Ja, red dich nur raus. Ja, hätte ich den Zaun nicht geküsst, wäre es spannend geworden. Ja, das war auch spannend. Oder Iggy, kann man ja nicht verneinen. Ja. Nervenkitzel bis zum Ende. Ja, wo ja. Richtig da war, begeistert. Ich geraden wegziehen. Ja. Die Schaltvorgänge gehen halt ewig beim Carrera GT, leider. Ja, ich muss mal so sagen, ne? Da fahren wir mit dem 250 GTO, dann weißt du, wie lang die sind. So, dann würde ich mal sagen, wird Zeit für ein bisschen Rundkurs-Action. Okay. Oh, nee. Gefällt mir. Wie Landschaft? Komm mal. Ja, die Strecke haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Ich hasse die wie Sau. Aber gerade weil ich sie so hasse, ich sehe die Autobahnschleife. Heute sind die übrigens schon ein paar gefahren, aber egal. So, so müssen wir die jetzt einfach mal machen. Warum? Als ich gerade okay, die Autobahnschleife. Okay, gerne. Die geht eigentlich. Das ist Michas Heimstrecke. Ja, ich finde die furchtbar. Nein, ich finde alle im Regenwald scheiße. Aber man muss. Die man ist muss aber nicht immer. Nee, egal. Es gibt nur eine Heimstrecke von Micha. Man darf nicht Regenwald sagen. Die Wüsten. Guck mal, Nein, meine Heimstrecke, die fahren wir nicht mal. Ich finde geil, wie die Rücklichter vom Carrera GT noch so zwischen dem Heckflügel vom 959 durchblitzen. Wollte die jetzt in die Landschaft fahren? Ich habe ja immer ein Lenkrad, habe ich auch so eine Schaltanzeige drin. Und die ist einfach immer im Vordergrund. Bei irgendwer hält mir gerade seine Zähne in die Kamera. Meine Schaltanzeige ist einfach immer im Vordergrund. Schön gelb, ja? Zwei sogar. Ich habe Haare. Wer muss eigentlich immer rausfahren und reincrashen? Nee, der Autist. Das war, einmal wollte ich auch. Warte, ich glaube, das war dieser Hot Carshots, glaube ich. Nee, ich bin nur rausgerannt. Sexy Carshots. Der cheatet immer den 918 nimmt. Aber echt, nimm jetzt mal dein 918 und nimm nicht immer den 918. Ey. Autsch. Wer war das? Ah, das war ein LaFerrari.
Ah, so. Also, Argos wird prinzipiell erstmal rausgeschnitten, Leute. Kurz bevor ich starte, Profit. Doppelte Punktzahl, einmal fürs Endergebnis, einmal für die Rundenzeit. Und ja, viel Spaß. Mal schauen. Au. Mensch, Leute, wenn ihr echt auch so Auto fährt, freut sich der Bollendoktor. Ich fang deswegen gar ist es ein Spiel. Ja, könnt alle bei mir vorbeikommen, wenn ihr Bollen im Auto habt. Ich mach das gerne. Ich kann in echt so fahren, weil meine Karre so eine Leistung hat. Da ihr könnt auch in echt so fahren. Es gibt einen Endboiler hier. Jupp. Weißt du, er steckt voll aufs Gas und die Karre bewegt sich. Offizielle Berufsbezeichnung. So wie. Ja! Pole Position! Ich seh's noch gar nicht. Letzter Position. Yo, Gugi, was war denn das jetzt schon wieder? Jetzt ist es gerade umgekehrt. Ja, das ist einfach Kamera, weil du mal rausgeschoben hast. Aber beim Rundkursrennen ist es nicht ganz so schlimm, würde ich sagen, weil die deutlich länger gehen. Ich muss hoffen, ich glaube bei dem Rennen war es nicht, aber ich glaube nach dem Rennen kann es sein, dass vielleicht mein Spiel crasht, weil ich denke, ich fahre im Regenwald durch die Gegend. Oh ja, weißt du noch mal, damals. Wie schlecht man sich fühlt, wenn so 9.18 am Start dich einfach mal so stehen lässt, ja. Das ist nicht mehr normal. Hi Flo. Tschüss, Manu. Das... Hi Björn, hi Huber. Was? Wollen wir noch nach der Strecke keine Kamera? So, ich fahr mal ein bisschen Offroad. Boah, Huber macht die Shortcuts. Das sind die AC-Linien. Ach, die Kackkurve verpasse ich immer. Mensch, Florian, was ist denn da los? Auto ist einfach für den Arsch, das fährt wie ein Spiegelei, sieht aus wie ein Spiegelei. Hast du heute auch schon was gegessen davon? Nee, auch nicht. Das hat wahrscheinlich Jeff Hawkins mit Spiegelei fährt. Ich dachte nur, Spiegelei haben keine Räder. Ich dachte Spiegelei. Deswegen rutscht der auch durch Regen. Oh Gott. Da ist nicht genug Butter im Spiegelei gewesen. Deswegen geht er nicht gut hier. Das ist ja Butter bei der Fische. Das ist der Butter bei der Fische, ne? Der Butter. Butter bei der Fische ist oder ging das? Der 488 ist okay, ja. Du Scheißgerät hier. Was meinst du? Der 488 ist okay. Nein! Kontrollpunkt verpasst. Also, ich hätte eigentlich gedacht, dass ich gegen den Turbo S mehr Probleme habe. Allrad, bessere Reifen und auch noch höhere LI. Naja, wow. Was ist denn? Ja, drei Minuten. Hier ist, glaube ich, bei dem Duell nicht wirklich. Nee. Was ich gerade frage ist, was die Abkürzung von OP ist. Was für eine Abkürzung? Overpowered, oder? Ja. Du meinst, von was OP die Abkürzung ist? Operator. Was war das? Darf den Knopf jetzt nicht drücken. Geil. Oh, schiebt's mich hier Hallo raus. Hallo Manuel. Was ist da los? Weißt du, wenn du das Spiel mich erstmal im vierten Gang starten lässt? Ha. Der 959 ist nur von geradeaus. Ich hab gehört, die geht voll. Ja, nein. Manuel, ich denke, wo ist meine Kupplung? Mein Porsche ist... Naja. Ne? Oh, da muss ich jetzt ja noch eine gute Rundenzeit setzen. Ich glaube, du kriegst auch eine schnellere hin wie ich. Ja, aus dem Vorteil denke ich jetzt, ich setze dem seine nächste Runde direkt unsauber grundlos. Oder eine Handbremse. Ja, oder ein Random Disconnect gegen dich. Hast du schon welche gesammelt? Beim Bremstest. Ja, gut. Mitleidspunkt. Diese eine Kurve nie hin, Mann. Das ist zum Kotzen. Da verliere ich so viel Zeit. Mindestens eine Sekunde, die man da verliert. Weißt du, in der Kurve halte ich noch immer nur mit, doch dann kam die gerade. Danke fürs Duell. Vor allem Alter jetzt Schwede. Haben wieder ein Ken. Wie ist eigentlich der beste Verlierer der älteste Punkte oder nur der allerbeste? Der allerbeste. Bah. Doppelte Punkte sind so gemeint. Der Sieger kriegt einen Punkt aus dem Duell und dann aus dem Duell der mit der besseren Rundenzeit kriegt auch einen Punkt. Das gibt es nicht. Sonst, das ist so genau. Ja. Sonst wird es gar keinen Sinn machen, wenn es ja, so genau. Ah. Weil da gerade noch die schnellere Zeit gesehen. Ja, diese eine Kurve, Mann, ohne Witz, mindestens eine halbe Sekunde oder eine ganze Sekunde hätte mich gekostet. Ich habe sie nie hingekriegt. Flo, das ist halt echt trick, dass ich 5 Sekunden schneller bin als der Auto. Wird jetzt ein Eis oder? Ja, im das Bundesverdienstkreuz. Meine Fresse. 959 kann nur geradeaus fahren. Ich hätte gerne Nachtung.
Deswegen ist er ja auch ein super Tracker. Ich meine, ich krieg nach der Aufnahme Snickers, habt ihr alle gehört. Haben wir auf Band, Freunde. Ja, ist ja immer gegessen, ne? Ja, bei dir im Kühlschrank liegt's. Liegt's? Ey, nach der Aufnahme gibt's bei mir Lasagne. It's a lie. So. Haben wir jetzt endlich Minispiele? Nee, die gibt's hier nicht. Ich sag's, das sei ruhig. Baut mich da jetzt nicht, ich hab keinen. Da hat der 40 ja. Stehen, vielleicht die einzige 488 Stärke meines Autos. Seit man kaputt gemacht. Ach nee. Porsche, ich hab Angst, davor durch den Regenwald zu fahren, das geht nie gut aus. So fahre ich Online-Abenteuer, geht's durch den Regenwald, gewinne ich das Rennen, bin ich ganz vorne im Scoreboard. Auf dem Weg zum letzten Rennen, wo man durch den Regenwald fährt, crasht mein Spiel jedes Mal. Mein Beileid! Alter, dem Carrera GT kommen Auspuff von jedem den beiden neben dem Nummer raus. Jetzt der K-Turbo verzieht ihn. Guck mal das Feuer an hinten, was da. GT3er, S, Carrera und GT. Jetzt fährt der Scheiß 18 wieder raus. Richtig, 18. Piss dich! Ey! Piss dich, Alter! Ich tippe dich um. Schlambier gerade dem seine Reifen. Kann das auch nichts machen, wenn mein Auspuff oben ist. Nee, jetzt hat jemand alle rausgeschoben. Hast du ja auch nichts zu suchen hier bei dem Duell der geilen Endrohre am Arsch. Duell der geilen Arsch. Ja, komm, Blitz ja, raus wegen dem Elektro. Das war halt für ja, wahrscheinlich. Freunde. Psst. Hey, auf dem 918 Zoom. Könnte man doch eigentlich auch oben eine Wäscheleine draufspannen zum Wäschetrocknen. Es gibt das Gerücht, dass es manche Österreicher vielleicht sogar auch tun. So. Okay. Jawohl! Wir sprechen jetzt mal keine Namen an. Endlich! Jawohl! What? Ray, Vorteil! Ja, du hast mich starten, was hat sich eingekauft und mich ganz auf. Ich musste mich ja jetzt einkaufen, du hast schon wieder mir Punkte weggenommen. Im Start ziehen eh wieder alle vorbei. Die drei Allradfahrzeuge hier im Spiel. 4. Dry. Ich weiß gar nicht, was du redest. Drei. Hallo Flo. Kommt er wieder angeschissen, Das gibt's doch nicht. Wo ist der Bremspunkt? Hier. Nee, hier nicht. Wie viel der Ferrari einfach schneller ist, das Off-Road. Gibt's doch gar nicht. Ja, der ist... Gubi, der ist 300 Kilogramm leichter und hat noch mehr Leistung als wie du. Ja, als du, Entschuldigung. als wo wie du. Genau so was. Ist doch logisch, dass der sich abzieht. Dieser Scheiß, wie auch immer. Jetzt war's Uwe. Ja. Der einzige Vorteil, den du hast, ist dieser Allradvorteil hier im Spiel und den musst du halt nutzen. Ja, am Start. DJ, das wird immer Ziel, mein Freund. Und da fährt er schon übers Feld. Wir holen mal ein bisschen aus. Wir holen noch mal ein bisschen aus. Mit Wheelspin. Falsches Format. Der musste jetzt auch kommen. Ja. Also bin ich bald zu Feuer. Nein, ah, jetzt sind wir Kaffee. Jetzt geht mir zum Schluss der Speed aus. Das gibt's doch gar nicht. Das ist der Minispielgefühl. Tschüss, Ray, ich fahr dir dann jetzt mal weg. Der hätte gerade beinahe die Karre weggeschmissen. Aragos ist mal unter die Brücke runtergeglitscht. Was bin ich? Wehe. Mensch, das gibt's doch nicht. Wehe, ich fliege jetzt ab, ey. Porsche Fahrer, kommt rein. Tschüss, Björn! Nein! Geilste Hector! 959 kommt einfach gar nicht hinterher. Ich liebe Ferrari. Man hört nur so ein hohes Geräusch. Bumm. Und 99% DNF, 99%. Ja. Hey, The Crow, du wirst deinem Beruf gerecht. Ja, ich. Das hat er früher vorhin schon als gebracht vor der Aufnahme. Ja, aber dreimal hintereinander. Oh, ich war schon wieder im Rückwärtsgang geradeaus. Du bist auch ganz zufrieden, oder? So beruhigt hab ich mich. Manuel, das soll nicht. Jana, das soll nicht gut sein. Denkst du, ich mich, dass Jana die Kekse keine Kurve geschmissen? So, dann kommen wir mal zu einer Disziplin. Da muss man jetzt gar nicht so sehr in die Action greifen. Wir kommen zum Preisvergleich. Oh, den könntest du gewinnen. Den gewinnst du. Ja, ich krieg nochmal einen Trostpunkt, ey. Zum Glück. So, dann, ja, geht doch mal bitte alle auf Start, auf den Auto-Tab. Und rechts auf meine Autos, dann seid ihr eigentlich direkt bei dem Auto, wo ihr seid.
Und dann steht da auch der In-Game-Credit-Wert. Das wurde auch das letzte Mal irgendwo mal unter eines der Vergleiche geschrieben. Was für Wert nehmen wir da? Den Real-Life-Wert oder den In-Game-Wert? Wir nehmen den In-Game-Wert, denn der Vergleich In-Game. Ist ja hier der Forza Horizon 3-Vergleich dieser Marken. Deswegen auch entsprechend den Credit-Wert. So. Hat es jeder getan? Ja. 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 Wunderbar, dann fange ich wieder einfach mal an. Und zwar kostet mein geiler V10 hier, kostet 400.000. Biabo, bitte. 210.000. DJ DeGro. 1,2 Millionen. Eragos. 1,5 Millionen. Gott. Liar Racing. 65.000. Oh Gott. Das ist ein Schnapper. Zoom mal an, ja. Ja, ist günstig, ne? Handsome. 150.000. Trapwolves. 340.000. Yes. Figi. Also ich habe ganz billige 2,8 Millionen und damit eindeutig gewonnen. Eindeutig, ja. Würde ich auch sagen. Höchstes Gewinn. Definitiv nein. Googie. 850.000. Profit. 200.000. Benny. 400.000. Und Scarface. Huber, ich möchte fast verdoppeln. 290.000. Also, alles klar. Das wird der erste letzte. Ciao, Micha, ich hab gewonnen. Bestes Auto, was ich habe. So, wir haben eigentlich ganz gut durchgezogen, deswegen müssen wir eigentlich noch nicht zum Finale kommen. Das heißt, wir könnten eigentlich noch mal was dazwischen einlegen. Ich würde es fast sagen, wir machen mal noch mal ein Rundkursrennen. Oh. Allerdings mit nur Endergebnis, also nicht Rundenzeit. Nehmen wir Wiesenlandschaft, der ist direkt vorne. Nein. Nein. Da vorne durch den Ball und Bader, Wald oder wie heißt die andere? Wir können keine Aufnahme machen, ohne nicht die Wüsten nachzunehmen, ja. So, alles so Portsbegeistert. alle kotzen ab. Endlich mal eine Strecke, wo ich eine Chance haben könnte. Ich finde die Wüsten schrecklich. Ich weiß nicht, welche Kurven auf den Wüsten nachziehen. Ja, die Strecke werden wir in Horizon 4 vermissen. Dieses ständige. Und nachher dann trotzdem das Rennen gewinnen oder so, ne? Dabei haben wir die geilsten Endroller der Welt. Guck mal. Guck mal, das Feuerwerk. Man, ich kann auch spucken hier, Spuckana. Ach, ich weiß. Dem Leuten, ich komm hier sogar komisch. 918 daher. Was ist mit dem 959? Den kommen auch mal. Ja, hier kam es jetzt schon aus dem Kennzeichen raus. Genau, wir hätten jetzt die Option gehabt, wir gucken uns jetzt nochmal 5 Minuten oder 10 Minuten die Endrohre an oder wir fahren ein Rennen. Hallo, ich bin fürs Rennen. Ich bin für beides. Ich bin für Endrohre. Ja. Kann ich mehr Punkte holen? Also, Ray, abbrechen, wir gucken uns die Endrohre an. Guck mal lieber meine eigenen Endrohre. Wer jetzt abbricht, kriegt Nein, Michael, lass die Hose zu. Oh, Mann! Komische ist das Endrohre gesagt. Ein Scheiß. Ja, weiß ja nie. Ja, aber pro Endrohr 10 PS mehr. Mein Beileid. Und mit Pink noch 3000 für die 600 PS, Leute. Du Lümmel, pack das Ding wieder ein. Hier ist schließlich Kinder anwesend. Warum sind das gleich drei? So, mal schauen. Jawoll! Das finde ich doch jetzt mal fair. Das finde ich find's voll fair. Du warst ja vor der ersten Kurve schon an mir vorbei. Jetzt habe ich einmal ein Duell gewonnen. Ich spiel gleich so. Jetzt kannst du gleich wieder verkacken. Was muss das? So, macht's gut. Ich glaube, der Postkarte. Oh, scheiße, nach 18 wieder. Ich schick dir ein Telegramm. Dann muss ich hier bremsen. Hier. Gar nicht, kann man voll durch. Ja. Ein scheiß Brieftaube schon aus mein Auto, oder? Nein. Spaß. Du kannst es probieren, Bjarne, voll durchzufahren. Aber ich kann's auch lassen. Oh. Ja, wow, trifft doch noch mehr. Okay, mach ich. Nein. Weil der schreit genau die ganze Zeit an. Boah, Alter. Aggressiv. Und am Kurvenende sind alle weg. Toll. Nein! Ja. Na komm, du Allrad. Tschüss! Der Pissfahrer. Egal wie er ein Pferd ist, immer vor einem. Wow, Bodenwelle. Hat der gezählt, Kuki? Ja, hat gezählt. Alter, du Glückspilz. Ach.
40 ist halt für rundfleckige Baus. Oh, rutscht der raus. Das Terrale ist nur für rundfleckige Baus. Der Porsche ist, meiner ist für gar nichts gebaut. Meiner auch nicht. Meiner ist für Spiegelei gebaut. Meiner ist für einen großen Exploiter gebaut. Eventuell seid ihr einfach nicht fürs Rennfahren. Oh. Das, bei mir stimmt's. Ich bin für Rührei gebaut. Nee, das ist der... Nee. Ja. Nee, dafür sind deine Hoden gebaut. Hab ich doch gerade gesagt. Ich hab jetzt laut gedacht. Das da antwortet jetzt am besten erstmal keiner drauf. Der Kleine ja. Kommt mal ganz besser, Alter. Weißt du, wie es mir immer geht? Weißt du, Cookie, das musst du unsere Privatsachen erzählen. Weißt du, jetzt weiß wieder jeder, was du mir die Eier zu Rührei gesagt hast. Ich hab gesagt, ich hab laut gedacht. Ja, nee. Hier, geht gar nicht. Huber. Forza AC-Linien, gell? Ja. Yeah. Ich sollte einfach das Auto stehen lassen, Tür auf, aussteigen. Und Tür am besten abschneiden für Gleichungsgewicht. Soll nicht so gut sein für die Aerodynamik, ich glaube. Ja, mit weniger Gewicht kommt er vielleicht dann auch mal näher ran. Luft kommt von vorne, das weiß muss ich abnehmen. Nein, Licht auf Luft kommt von vorne. Power! Power! Oh. Das darf nicht wahr sein! Das darf nicht Alter. Wahr sein! Nice! Alter! Bei fucking Tausendsten! Das darf nicht dann bin ich jetzt ja gerade vor Huber. diese Schaltzeiten, die killen einfach alles bei mir. Das ist der Wahnsinn. Das ist doch eine Scheißfolge. Kommst du immer wieder so ein bisschen was? Ran und dann kommst schalten du? Wieder weg. Kommst du? Das gibt's doch nicht! Ich geb dir Tipps. Geiler Fightlook. Geiler Fight. Blöder Ferrari. Ray, ja, schade, Ray. Du fährst ja aber auch gegen der 40, der hat ja genauso Schaltzeiten. Was ist denn das jetzt für eine Aussage? Ja, aber der 40 ist richtig nice. Der 40 ist gut, um die Kurven zu kriegen. Außer du gibst zu viel Gas in der Kurve. Richtig nice Aussage, der 40. Gibt nicht so viel Gas. Es gibt nur ein Gas. Stufenaufstieg, yay. Das war für die Rühreier. Was? Ah. Das passt gerade zum Auto, was ich gewonnen hab. Oh, das wird eh überhaupt. Das wird jetzt... So, Cookie, jetzt deine Stunde. Willst du die Eier noch mehr dominieren lassen? Ja, was fahren wir jetzt? Ach, die Kacke kommt jetzt, ja. Ah, ja. Wo dominieren denn die Allradler? Ja, außer bei dem Rennen endlich so. Endlich kann ich den Ferrari wegcrashen. Ja, willkommen. Ich werde gleich richtig viel Spaß haben. Huber, so, ich würde jetzt trotzdem nochmal alle darum ich bitten, weiß. Ja, auch wenn jetzt Kollision jetzt gleich an sein wird, bitte nicht jetzt hier mit Absicht Leute abzucrashen oder so weiter. Ach so. Und am besten auch bremsen vor den Kurven, vor allem vor der Haarnadel. Diesmal ist Andi ja auch nicht mit einem Escalade dabei. So. So, und der 909, ja, von dem will ich jetzt gar nichts hören. Das Fahrzeug wurde für die Rallye konzipiert. Also dementsprechend jetzt geht's hat sich scheiße. Gas geben. Nö, überhaupt das überhaupt nicht Druck scheiße. Für den Fahrer. Überhaupt kein Druck. Also wenn ich gebe jetzt mein Bestes, Ray. Benny. Ja, ich will's hoffen. Benny fährt Dakar. Drehen Sie sonst rufen die Porsche-Ingenieure persönlich an von damals. Ray, die rufen bei Turn 10 an und die rufen dann... Na egal. Die kommen gleich aus dem Grab raus und holen sich. Nee, Turn 10 wenn sie mit einem Produkt nicht 100%ig zufrieden sind. Ich glaube nicht, dass die alle bereit sind, dann mit dem Grab liegen. Nein! Die schon im Grab. Ja, vorher ist das Auto meine, dass der ganze CS sich auf die Strecke hört. Ja, Micha, musst du erstmal mir vorbeikommen. Das ist doch scheiße. Alles klar. Aragorn startet vor mir. Mach mich fett jetzt, pass auf. Was ist natürlich erster Start, wäre es scheiße. Ich komme hier nicht vom Fleck am Anfang. Sorry. Soll ich die Starthilfe geben? Alles gut. Yo, Hegi. Oh, erstmal innen vorbei, sehr gut. Ja, schönes Sandwich hier. Och, Biane. Ja, ich hab verschaltet. Ja, du verschaltet das Recht. Ist. Gut gemacht, ja. Und ich schwör euch, weil ich einfach die Macht von Crayskull habe. Wenn mich einer in der Spitzkehre nachher abschießt, ist er erstmal die nächsten zwei Aufnahmen nie mehr dabei. Okay, gut, ich weiß, was ich mache.
Kommt drauf an, was in den nächsten Jahren. Ja, wenn du eh keinen Bock mehr hast, mitzufahren, dann kannst du einfach mehr kommen. Das ist ja auch kein Thema. Nein! Alter, das ist der Baum. Björne, ey, du richtig. Och, Igi! Der GT3 RS-Fahrer. Wer ist denn das nochmal? Björne. Bitte nicht die Abkürzung nutzen, weil Trapwolf kennt sie nicht, hab ich gerade gesehen. Achso, okay, die hab ich jetzt aber auch genutzt. Ja, du. Ich kenn sie. Ich bin standardgemäß gefahren. Ja, nee, alles gut. Endlich sehe ich, was mein Auto gebaut ist. Ich hab eh den Baum mitgenommen, deswegen ist egal. Endlich sehe ich, wofür dieser Scheiß. Aber es steht doch für Rally Sport. Weil ich bin nicht so eine Person, weil ich bin nicht so eine Person, wo gerne abkürzt. Ich mag es nicht. Ja, bei der Strecke ist es aber, finde ich, legitim, weil die Wasserpfütze ist einfach nur nervig unnötig. Also darf ich abkürzen? Ja, du schon, aber bei Trap Rules sie nicht kennt oder sie nicht nutzt, was auch immer, soll der GT. Doch, ich kenn's schon. Ja, ich bin wieder das Arschloch, danke. Da bin ich gewesen. Ja, bist du jetzt hinterher gefahren, genau. Das hat niemand gesagt, dass du das bist. Deswegen habe ich mich nur höflich rumgebeten. Ja, alles gut, alles gut. Der Hansen Huber blockt mich hier. Oh ja. Benni, du warst davon nicht betroffen. Ne? Hallo? Ist geil, wenn man da quer steht. Nee. Oh, freut mich das. Kann man sich immer schön auf eine gute Landung vorbereiten. Hey, Bro, mit B, du drückst vorbei. Fahrt. Dicker nee, Käfer, vorbei. Nein! Das hat jetzt zwar Zeit ohne Ende gekostet, aber immer einen Checkpoint bekommen. Mochte mich mal wieder. Der scharfen S-Kurve, schön am Checkpoint vorbei. Ja, ich auch. Der zweiten Runde. So, letzte Runde kannst du abkürzen, Fiabo. Das hast du zum richtigen Zeitpunkt. Ich bin gerade an der Stelle. Ja, weiß ich. Schön noch mal in den letzten überrundet, in der 40. Ja, tut mir leid. Das wird ein DNF. Alter, dieser Helm sind wir. Hier, fahr vorbei. Jawohl, Unfähigkeit eindeutig. DNF. Du nicht fertig. Denf. Du nicht. Du nicht fertig. Nee, nee, ich will kein DNF, nix da. Oder hier. Do not finish, das ist auch gut. Right, ich muss geh bei deinem nächsten Zug erst über los. Siehst du, der 959 gewinnt. Hab ich's doch OP gesagt. OP Ferrari. Aber auf den Straßen. Ich glaube, das ist ein kleiner Zahlentrieb drin. So. Gut, dann sind wir durch mit diesem Duell. In der Videobeschreibung könnt ihr entsprechend die Tabelle ablesen, welche Marke gewonnen hat, beziehungsweise die einzelnen Duelle, wie sie ausgegangen sind. Bei mir weiß ich es leider. Ich weiß es auch bei mir. Aber gut, man muss auch fair sein, Enzo Ferrari ist schon nochmal eine andere Stufe wie in Carrera GT, aber nichtsdestotrotz finde ich Carrera GT trotzdem einfach fucking geil. So. Und ja, wir sind aber raus. Das soll es gewesen sein mit diesem Magenduell. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß und gute Unterhaltung. Wenn dem so wäre, lasst gerne ein Däumchen nach oben da, auch bei jeder anderen Sicht, die es eben in der Videobeschreibung verlinkt ist. Und ja, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Multiplayer-Ausgabe hier in Forza Horizon 3. Bis dann. Ciao. Tschüss. 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 Krieg ich jetzt meinen Snickers? Nein. Muss ich doch noch was rausschneiden.